Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Nebenprojekt. Deadly Premonition ist fertig. Ein neues Adventure muss her. Und ich hoffe, das Spiel läuft, denn es ist schon ein... Es war mein allererstes PlayStation 2 Spiel. Und ich spiele es auf der PlayStation 3. Keine Ahnung, ob das läuft. Jo, da haben wir den Protagonisten gesehen in Shadow of Memories. Ein Adventure, das Thematiken beinhaltet, die ich sehr mag. Aber ich möchte nichts vorne wegnehmen. Es ist mir natürlich bekannt, das Game, klar. Aber es ist schon verdammt lange her, als ich es gespielt habe. Es dürfte fast schon, ja, so 2002 dürfte es her sein. Fast 10 Jahre also. Ich weiß so gut wie gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass es viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt und sehr viele Endings und so weiter. Gut, legen wir los, würde ich sagen. Gucken wir mal in die Options. Das ist alles jetzt noch Englisch, aber das Spiel sollte dann Deutsch werden noch. Ja, hier kann ich es umschalten. Deutsch, Dankeschön. Und hier können wir ein Icon wählen. Ich nehme dieses bunte, weil das am auffälligsten ist. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, was das alles... Naja, wir werden es merken. Nebenprojekt bedeutet, wie bei Deadly Premonition, ihr kennt das, es wird eine Folge pro Woche geben, aber die geht dann dafür eine Stunde. Okay, da können wir mal kurz gucken. Map, Talk, Cancel, und Item Select. Okay. Ich denke, da werde ich mich relativ schnell zurechtfinden. Und es ist eigentlich das Spiel für mich schlechthin. Warum? Man ist gezwungen zu failen. Ja, aber mehr sage ich dazu nicht. Es geht los. Tja, Leute, wir sind tot. Das war Shadow of Memories. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal... Nee, Quatsch. Es geht natürlich noch weiter. Der Tod spielt eine zentrale Rolle in diesem Spiel. What the? Oh,
What's going on? What on earth could have happened? Am I dead? Bingo. Who's there? How does it feel to be dead, right? Damn it, who is this? Are you making fun of me? Not at all. I beg your pardon if I've offended you. You are strongly fated today. You see, you are destined to die. What? But if you have the will to somehow reverse that fate by yourself, I can lend you some measure of strength. How about it? Will you deal with me? Thanks, but no thanks. Sounds too good to be true. Why? Can't you trust me? Of course not. I get it. You're the Big S, the devil. In exchange for your immortal soul and all that, am I right? Your soul? Oh, please. In this day and age? If I do have an agenda, it's that you survive. Let me think it over a bit. Of course. Of course. Go ahead. But don't keep me waiting too long. I don't much like to be left hanging. Well, what reason is there to procrastinate? You either just die here and now, or you prevent it. It's that simple. What have you got to lose? All right. I'm sorry I called you the devil. I don't want to die yet. Please, help me. All right. But I want you to be aware of something. You have to understand that the destiny that awaits you is a potent one, which means that just because you've managed to avoid death once, doesn't mean you're free of the threat. Unless you tear out its very root, destiny can't be cheated. So, coming back to life isn't the hard part, huh? Man, but that can't be helped. You're right. But that's also where your own strengths come into play. Are you ready? I'm going to give you some of my time-shifting powers. I'm going to give you this digipad. Please, use it well. Ja, heute wird man das wahrscheinlich iPad nennen. So, ich werde mir mal ganz kurz... ja, ihr kennt das. Aufnahmecheck. Bis... Moment, Pause. Jawohl, bis gleich. Jawohl, das passt alles. So. Also, ich kann die Kamera... Ich muss mich erstmal wieder einfinden. Uiuiui, das ist ein bisschen ruckelig. Obwohl, es geht eigentlich. Nö, es geht. Es ist immer die Frage, läuft dieses PlayStation 2 Spiel auf der PlayStation 3? Ich hoffe, da wird es keinen Bug später geben, wenn ich erstmal weiter bin. Ansonsten müsste ich nachspielen. But it's not as though you can use it anywhere or any time you want. This will respond to phenomena that have some relevance to you as its user. As soon as it begins to respond, it's usable, and you can select the digipad by pushing on the square button. After that, you specify the destination's time and enter the X button to be sent to that time, all right? Ja, kapiert. Ja, Leute, You can't solve the real problem by just using it when you're about to die. It's better to make use of it to remove the underlying cause of your death. Oh, and one more thing. Something else? Yes, and it's very important. If the response begins in the time-space you've traveled out to, please come back immediately. Other people and objects can be just left in another time and stay intact. But that isn't true for you as the user. If it starts to respond, you need to come back quickly, or you won't be able to get back at all. Just be careful of that. It looks like time is something even more serious than I know. Good luck. Ja, damit wäre das Grundprinzip von Shadow of Memories eigentlich schon gesagt. Wir müssen unseren Tod wieder rückgängig machen, indem wir durch die Zeit reisen, ja? Dass das nicht so einfach wird, werden wir dann natürlich sehen, ist klar. Also, gehen wir mal.
Wir erinnern uns, es war 14 Uhr, beziehungsweise 14.30 Uhr, genau, der Zeitpunkt unseres Todes. Sir, please wake up. Are you all right? Do you feel sick or something? Sir. Oh, sorry. I fell asleep. Dana. Dana, that'll do. Okay. I'll just leave what I owe for the coffee here. Jo, da haben wir schon die ersten Nebencharakter kennengelernt, die auch sehr schön in Szene gesetzt sind. Also die wird man noch näher kennenlernen. Ja, und die Szene kennen wir. Hm. 2 o'clock. I still can't believe what just happened. But since I have this digipad here, I guess it really did happen. So, Leute, und dieses Spiel geht um Zeit. Wir sind in der Neuwandstraße. Ja, das ist an der Stadt Heidelberg, glaube ich, ein bisschen orientiert, die Aufmachung der Stadt. What do you want? Ja, wir können mit allen Leuten hier reden und so weiter, aber das kostet dann immer auch gleich 30 Sekunden. Oben rechts seht ihr die Zeit, die abläuft. Und um 14.30 Uhr werde ich aus irgendeinem Grund sterben. Jawohl. Ich kann die Kamera in diesem Spiel nicht drehen. Das finde ich ja total ätzend, das weiß ich gar nicht mehr. Und ich muss sagen, vor 10 Jahren hat mich die Grafik ein bisschen mehr geflasht wie heutzutage. Aber gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich gehe jetzt nochmal ins Café. I guess this is as far as I go. Okay, er will nicht mehr rein. Sowas kostet dann natürlich auch wieder 30 Sekunden. Gut. Ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen. Und dann werde ich mal dieses Ding... Oh, da ist... I guess this is as far as I go. Ja, auch mal eine nette Art zu sagen, du sollst da nicht hin. Naja. Gut, wir haben noch 28 Minuten Zeit. Jetzt müssen wir mal zu Potte kommen und gucken, warum sind wir gestorben und wie verhindern wir das, bevor wir die Zeit wechseln. Mal gucken. Wer bist du? Me? A performer? You've got to be kidding me. But this square does get a lot of performers. You know, street performers. They get a pretty big crowd going. It's kind of nice. Menschenmenge. Hm. Würden wir hier angegriffen werden, wenn hier viele Menschen wären? Das wäre ein, ja, das wäre ein Versuch wert. Naja, gucken wir uns noch um. So, was ist das? Ich gehe einfach mal rein. Ja. May I help you? If you need a city map, please help yourself. By the way, if you want to look at the map, just press the triangle button. Nimm den alten Stadtplan, okay. Das ist doch gut, dann haben wir jetzt eine Karte. Ah ja. Lebensbaum, okay. Ja, da sehen wir eine Bäckerei. Überall, wo grüne Punkte sind, können wir wahrscheinlich rein. Aber wir können wahrscheinlich noch nicht überall hin jetzt. So. Ich quatsch sie nicht nochmal an. Das hat jetzt sogar ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, gekostet.
Und wenn ich nicht langsam hinmache und mir überlege, was ich anstellen könnte, ist hier sonst noch jemand? Ansonsten würde ich mal sagen, gucken wir uns einfach mal an, wie dieses Zeitreisen funktioniert. Ja, da ist wieder dieser Hund. Und da ist auch ein Hund. Also wir dürfen uns nicht wirklich umschauen. Das ist ja auch noch so ein bisschen ein Tutorial. Was habe ich denn hier alles dabei? Ach, herrje. Wenn ich damit nicht sprechen kann, ist es vielleicht für etwas anderes gut. Okay, ein Handy. Ein Plan dieser Stadt. Ein alter Plan dieser Stadt. Gucken wir uns, können wir uns den auch mal angucken. 1500, aha. Na, das ist ja schon ein bisschen verräterisch, wenn man diesen, wenn man diese Karte hat. Es passiert so viel auf, ich schreibe es lieber auf. Okay. Also eine Art Tagebuch. Eine Postkarte mit einer Ansicht dieser Stadt von Karl Franzen. Okay, das hat jetzt sehr viel gebracht, außer 30 Sekunden Verschwendung. Ne, noch nicht einmal, okay. So, gut, dann benutzen wir mal unser Digipad. Und, ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Anscheinend kann ich mich noch nicht, irgendwo hin. Ach, ich kann ja auch speichern. Na dann speichern wir mal. Dass das nicht ganz umsonst hier war. So. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Spiel aufhören. Okay. Da habe ich mich wohl ein bisschen verdrückt. Macht aber nichts. Ich glaube, wir sind genau da, wo wir auch aufgehört haben. So. Ich finde die Musik auch sehr schön in diesem Spiel. Ich hoffe, da gibt es keine Content-Probleme. Bei Konami weiß man ja nie. Vor allem damals, zur PlayStation 2-Zeit, hatten die damit ja ein ganz böses Problem. So, und ihr seht's ja, wir sind wieder hier. Wir werden jetzt... Wie kann ich... Ah, mit L1 und R1 kann ich ja die Kamera doch ein bisschen drehen. Sehr schön. Gut, wir wollten noch mal gucken, wo könnten wir denn noch hin? Wir waren in der City Hall. Und da hinten komme ich, glaube ich, noch nicht hin. Da waren ja diese... Da ist ja die, auch dieser Hund, denke ich mal. Ich guck mal eben noch. Ansonsten könnten wir noch in dieses Alchemiehaus oder da oben zur Kirche. Ich gehe mal zum Alchemiehaus. Weil mir das irgendwie, ja, wichtig vorkommt. Kennen wir. Eine alte Frau. Fortune's told. Well, I never noticed this place before. I've been expecting you. Actually, I just happened to stop by, and I was wondering if you could tell me my fortune. Am I going to die soon? For you, I will do it for free. Thanks. I really need this. Please, don't just give me the usual niceties. This is very serious for me. Don't worry. Fated hour is 2:30. What? Whatever I foresee, you can change. If you take no action, the fate I see will befall you for certain. But I seem to see in you the strength to defy fate itself. The power to defy fate? If, for instance, and this is only an example, your fate is to be stabbed while taking a walk after you leave this place. And this would happen if you are alone at the fated hour. But if you know what awaits you, you would find people to be with, so that you would not be by yourself, unprotected. Then what? If you are among others at the fated hour, the assassin must give up his quarry, and fate would have been defied. But a single change will affect all else that follows it. How it changes
No one can tell. There are too many threads, too many tangles. I cannot help you with what lies so far ahead. And your actions could bring even greater danger. But if fate can be changed, you should fight as hard as you can. If you can return here after the appointed hour has passed, then I will tell you the next fortune. All right. I think I can trust you. Ja, und jetzt geht es auch, vermute ich mal. Jetzt können wir durch die Zeit reisen. Ja, Leute, wir werden hier noch ein bisschen durch die, an der Hand geführt, kann man sagen. Das wird aber anders noch. Also, da muss man später schon seinen eigenen Kopf anstrengen und rausfinden, wie man sein Schicksal jetzt verhindern kann. Und ihr seht jetzt diese grünen Punkte. Energie. Energie, diese Leiste, ist dafür da, damit wir durch die Zeit reisen können, was wir jetzt mal machen. Ja, und da sehen wir ein anderes Zeittor, nenne ich es mal. Wenn ich in die Vergangenheit wechsle, kann ich vielleicht eine Gruppe Menschen um mich versammeln. Und das Spiel, die Story, die wird wahnsinnig komplex noch. So viel kann ich euch versprechen. Also wer mal zurück in die Zukunft gesehen hat, der weiß, dass Kleinigkeiten die Zeit durchaus gravierend ändern können. Und ja, das Spiel hat ungefähr die gleiche Atmo, also die gleiche Mentalität. Und das liebe ich so an dem Game. Ich liebe dieses Thema. Und ich werde das Ganze hier auch versuchen, interaktiv zu gestalten, falls es mal Entscheidungen gibt vor einem Break. So, zur Erklärung oben rechts. Nach wie vor, unser anderes Ich ist in dieser Gegenwartzeit, 14.08 Uhr, und wird um 14.30 Uhr sterben. Wir sind jetzt aber in der 13.33 Uhr Zeit und haben also knapp 22 Minuten Zeit, hier jetzt was zu ändern. Und diesmal wurde es uns ja schon gesagt, ich habe es ja auch schon vermutet, Menschenmassen. Irgendwie hier an diesem Platz versammeln. Du bist neu? Excuse me, have you seen a man walking around here? Nein, aber ich kann ja mal einen Augen offen halten. Ich finde die Kamera ein bisschen störend. Ich würde die lieber ein bisschen, ja, weg vom Boden, ein bisschen in die Luft, aber das geht anscheinend nicht. So, sagst du immer noch das Gleiche? What? Looking for a date? Do me a favor, go away. I look strange. Mind your own business. Ich hätte dir jetzt nicht gesagt, dass du seltsam aussiehst, aber gedacht hätte ich es auf jeden Fall. Da hinten läuft jemand. Ach, eine alte Dame ist das aber nur, das ist kein Mann. Egal, wir müssen ja irgendwas ändern hier. Vielleicht finden wir was Gravierendes. Have you seen my girl? Ooh, at the square. Okay, das ist die Mutter anscheinend. Die haben wir schon mal auf dem Platz gelotst, kann man sagen. So, vielleicht haben wir noch eine Chance, dieses Mädchen. Was würde jetzt passieren, wenn wir zum Beispiel ins Café gehen? Da müssten ja, und da müsste unser Ike, müsste ja dann auch liegen, wisst ihr? Der schläft ja momentan eigentlich. Ah, guck mal. Have you seen a woman wrapped in a coat wandering around here? Ja, sagst du es ihm jetzt nicht, oder? I've got to find that woman. Na gut, vielleicht sucht er doch eine andere. Gut, aber das reicht noch nicht, glaube ich. Wir brauchen natürlich noch mehr. Wir könnten... Warte mal, war hier nicht auch das Café? Ach, das Café ist da hinten. Wir gehen einfach mal zum Café, ob wir da überhaupt rein dürfen. Ob wir uns selbst sehen. Ich glaube, dieses Spiel hatte aber diese Auffassung, dass man sich hier nicht, wie soll ich sagen, man darf sich selbst nicht berühren, ansonsten würde das Raum-Zeit-Kontinuum gestört oder so. Habe ich mit dir schon gequatscht? Hm. You want me to come to the square at 2:30? What's going to happen in the square? A performer maybe? Well, all right.
I don't have anything else to do anyway. Ja, okay, ein Straßenkünstler. Da kommt aber gar keiner, ne? Vielleicht sollten wir noch irgendwie einen Straßenkünstler organisieren. Jetzt gucke ich aber trotzdem erstmal in das Café. Hallo? Das müsste ja bei den Leuten jetzt auch schon merkwürdig vorkommen, oder? Ja, da liegen wir, Leute. Und ich glaube, ich darf mich jetzt nicht anfassen. Also sonst könnte da was Böses passieren. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ich lasse es lieber. Excuse me, sir. Have we met before? Ja, ich müsste diese ganzen Gespräche, die jetzt Zeit kosten, natürlich nicht machen. What? Don't talk to me if you've got nothing to say. Aber man weiß nie, was es bringen könnte. Das Spiel hat sehr viele Facetten. Yes. Okay. Hier ist nichts mehr. Also, unser Ziel ist klar, wir müssen irgendwie einen Straßenkünstler organisieren. Denke ich mal. Oder reicht es einfach, wenn ich die Leute anschwindle? Da bin ich mir nicht so sicher. So, da ist die Frau. Ich könnte ja nochmal da rein. Warte mal, wer ist... Oder soll ich dir jetzt nochmal sagen, dass ich da deinen Typ gesehen habe? Das ist merkwürdig. Naja. Vielleicht war es einfach nur der falsche Typ. Ich gehe jetzt nochmal da rein. Könnte ich ja nur mal einen Stadtplan mitnehmen. May I help you? If you need a city map, please help yourself. Ja, habe ich schon. Und ja, ich muss mir jetzt echt überlegen, ob es das schon reicht. Ob ich jetzt genug Leute... Aber ich glaube nicht. Was könnte ich noch machen? Ach, mit diesem Mann da. Vielleicht sollte ich mich nochmal umgucken, ob ich diesen Mann irgendwie finde. Oder ich gucke mal, ob ich noch in ein anderes Haus kann. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt nochmal ins Alchemiehaus gehe? Würde da was passieren? Mal gucken, ob das geht. Welcome. Oh. You are not in your own time, are you? Unless you return there quickly, you won't be able to go back at all. Beware. Ja, vielleicht finden wir noch was anderes. Oder ich soll einfach zurück, das könnte auch sein. Ach, du bist das Mädchen, nicht diese Punk-Dame. Okay. So, mein Digipad leuchtet. Das heißt wohl, ich soll zurück, ne? Soll ich es probieren? Ja, machen wir das einfach mal. Ich habe eigentlich... jetzt, aber da, das wundert mich da. Warum kann ich den Kerl nicht zu ihr schicken? Huch, da ist wieder ein Hund. Das heißt, da dürfen wir nicht durch. Ach, egal. Ich habe anscheinend genug Leute zusammen, sonst würde das nicht so... pingelig leuchten. Es ist am besten, wenn ich so schnell wie möglich zurückkehre. Ja, das kommt am Anfang jetzt noch so einfach und plump vor, aber das wird noch später so komplex. Ihr könnt es ja an dieser Tafel ablesen, da kommen noch mehr Zeitzonen. Und dann weiß man halt eben mal nicht, was zu tun ist. Das wird bei mir sicher noch öfters vorkommen. So. Und ich vertraue jetzt einfach darauf, dass dieser Straßenkünstler wirklich kommt. Noch ist ja eigentlich Zeit, sehe ich gerade. Ach ja, sieh an, da ist tatsächlich einer. Und die Leute haben sich versammelt. Damit sollte doch eigentlich alles gut sein, oder? Hey, now here's a guy with no worries. Thank you.
There was someone behind me. Oh, but it looks like the crowd scared him off. Oh, that fortune teller. She told me to come back. I should go look her up again. Jo, und somit ist der Prolog beendet, werte Freunde. Ich hoffe, ihr könnt euch so ungefähr ein Bild machen, in welche Richtung dieses Spiel geht. Und jetzt geht's erst richtig los. Jetzt beginnt Kapitel 1. Das war ja noch gar nichts, was wir jetzt gesehen haben. Und die Story, die wird einfach noch bombastisch. Did my fate change? Did anything happen? Ich werde versuchen, das erste Kapitel noch in diesem Part zu schaffen. Mal gucken. Die Kapitel an sich sind eigentlich nicht groß, sie sind aber sehr vielfältig und auf viele verschiedene Arten zum, ja, erledigen. Ich glaube auch nicht, dass wir allzu lange in diesem Spiel verweilen werden. Soll ich jetzt nicht mit dir quatschen? Ja. You have been defying fate, haven't you? I am beginning to see a new thread. But... Ah, you are still in danger. 3 o'clock is now the fated hour. What? You mean I still haven't gotten to the root of the problem? If you can return here, even after the appointed hour has passed, then I will tell for you. Ja, Leute, 15 Uhr sollen wir angeblich sterben. Das Problem ist jetzt aber, wir wissen ja gar nicht, wie wir sterben. Deswegen sollten wir die Zeit einfach mal bis zu unserem Tode verstreichen lassen, damit wir wissen, wie wir sterben und damit wir wissen, wie wir es verhindern können. Aber in dieser Zeit müssen wir natürlich nicht sinnlos hier jetzt einfach nichts tun. Wir können mit Leuten reden, wir können... paar Dinge mehr rausfinden, vielleicht finden wir noch was, vielleicht können wir ein bisschen durch die Zeit reisen, wir haben ja genug in diesen Energiebalken und somit können wir dies und das und Kleinigkeiten einfach ändern. Schauen wir doch einfach mal, was hier möglich ist. So, der ist da immer noch da. Even I can do that. Ja, es hat ja das Leben gerettet, also pins mal nicht um. So, im neuen Kapitel können wir auch wieder mit den Leuten reden. Da kann es theoretisch zu anderen Gesprächen kommen. Und da bekommen wir auch Hinweise. An der Bar soll irgend was los sein. Dann gehen wir doch nochmal zurück zur Bar. Ja, da laufe ich richtig. Keine Angst, ich werde mir natürlich auch noch die anderen Ortschaften umschauen. Es dürfte... Oh, was ist denn hier los? Da brennt's. Das ist aber nicht gut. Das hätte mir eigentlich sofort auffallen müssen. Ich habe nur anscheinend in die falsche Richtung geschaut. Eieiei, was geht hier ab? Kann ich da was machen? Kann ich da rein? Ist da noch jemand drin? Hallo? Bar. Ach ja, das ist die Bar zum Ei. Nicht das Café von vorhin. Grandpa's in there. Please help him. Help, please. Oh je. Na, solange wir das vor 15 Uhr machen? Ja, und das wäre so ein Moment, wo ich euch entscheiden lassen würde, aber das ist jetzt momentan natürlich noch blöd, weil ich noch spielen möchte. Vielleicht die nächste Entscheidung. Hier werde ich mich dafür natürlich entscheiden. Ich will es versuchen. Ja, bist du ein Held, Junge. Hast noch nicht mal den Opa gefunden. Na gut, das ist aber wohl unser Tod. It is difficult after all, isn't it, to change one's very destiny. Wir mussten uns ja dafür entscheiden, da reinzugehen. Tja, unser Tod ist jetzt klar. Und jetzt müssen wir mal gucken... This is not a good time.
Das ist der einzig gute Zeitpunkt, oder willst du wieder da drin verrecken? Wir gehen zurück. Das Feuer ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgebrochen. Jawohl, wir gehen in diese Zeit und gucken, warum brennt's hier? Vielleicht können wir den Brand verhindern. Ich hätte mich hier jetzt eventuell noch umschauen können. Naja, zu spät. Uhr. Ja, noch ist die Zeitzone immer sehr kurz zuvor, aber das wird noch deutlich größere Zeitzonen geben. So, jetzt haben wir 40 Minuten Zeit und zu dem Zeitpunkt ist in der Bar noch alles bestens. Aber es ist geschlossen, okay? Hey, stop! Damn it! That took care of it. But who was that person responsible for the fire? Hm. Das war's schon im Grunde. Jetzt wird es hier wahrscheinlich nicht mehr brennen und wir können schon wieder zurück. Ich frag mich gerade, ob ich wirklich schon zurück soll. Sag mal, Junge. Deine Frau... Nee, wenn da unten rechts dieses Skip steht, dann weiß man, man hat dieses Gespräch schon mal geführt. Da muss ich nicht da groß rummachen. Eigentlich habe ich mich hier schon relativ umgeschaut, obwohl... Vielleicht kann ich in neue Gegenden. Vielleicht kann ich zum Beispiel in die Kirche. Ja, das sieht so nach aus. Wir müssen ja nicht sofort zurückreisen. Wir haben ja jetzt noch... ja, wir haben eigentlich jetzt unbegrenzt Zeit. Im Grunde, oder? Weil wir haben es ja verhindert. Nee, da ist abgesperrt. Mann, sind das Penner. Die lassen mich noch nirgends hin. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich auch die Leute sammeln musste. Deswegen ist hier noch so wenig los, ist klar. Das Spiel... Wow, das ist wieder der Hund. Das Spiel verweilt übrigens in diesem... Ja, in der Zeit gibt es mein Ich. In der anderen Zeit gibt es mein Ich. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mich hier nochmal finden könnte, wie ich die Leute zusammentrommle. Das würde die ganze Sache vielleicht ein bisschen zu komplex machen. Und das würde mein kleines Hirn wahrscheinlich auch ein bisschen überfordern. Nee, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Das Café ist klar, die Bar ist klar und da hinten dürfen wir immer noch nicht hin. Deswegen werden wir unsere Zeit zurückkehren. Aber ich kann ja schon mal in Richtung des Cafés... was ist denn jetzt mit der Kamera los? Ich kann ja schon mal in die Richtung des Cafés, der Bar gehen, denn da wird es ja storytechnisch dann sicher weitergehen. Denn dann wird es ja niemals brennen. Das könnte dann es schon gewesen sein mit Kapitel 1, sehen wir dann. So. Werde ich ja einfach... Die Leute scheint es eh nicht zu interessieren, wenn ich das mache. Also los. Es ist am besten, wenn ich zurückgehe. Okay. So, das ist alles eigentlich noch Tutorial. Also... Das wird noch. Da brennt's ja trotzdem. Shit. Ah, okay. So this is what it means to change the past. Ja, das war schon Kapitel 1. Man kann in diesen Kapiteln noch viel mehr machen. Jetzt werden zum Beispiel immer so Prozente gezählt, wenn man mit allen redet oder wenn man sonst was macht. Man kann hier und da auch sehr wichtige nebensächliche Sachen finden. Und ich bin jetzt, ab jetzt bin ich bemüht, das auch alles zu machen. Also ich werde jetzt nicht stur diesen Storypfad gehen. Ab jetzt werde ich auch alles andere noch suchen. I wasn't sure whether I'd find you. I'm sorry? Oh, didn't I leave enough for the coffee? Oh, no, that was all right. Here, you forgot this. It is yours, right? Huh?
such a gorgeous stone, like a jewel or something. It gives me a funny feeling to look at it. If you make it into a necklace, I bet it will look great on a lot of girls. Well, this isn't mine. What? But I checked with the other customers. Well, whose is it then? So, you came looking for me just to give me that? Well, my shift's over anyway, and I thought maybe I'd just try looking around, see whether I could give it back. Oh, I almost forgot. What about this? Did I strike out on this one, too? No, this lighter is mine. Thanks. You're welcome. But I'm always the one running these kinds of errands. I feel so tired. You can't be tired from something that simple. There's a lot of people out there whose lives are a lot tougher. Like me. You're an interesting guy. My name's Ike. Hey, how about it? Should I make you a necklace with this red stone? I may not look it, but I'm pretty good with my hands. Really? Tomorrow. I'll make it for you tomorrow. Should I meet you at the coffee shop? I'm there all day tomorrow. Great. I'll see you then, tomorrow. Ja, gut. Okay, wir sind mal wieder gestorben. 15 Uhr. It looks like there's someone hiding behind a tree, and that someone is out to get you. Now, how do you suppose you can prevent that? Einfach nicht dahin gehen? Nee, wir müssen mit dem, was passiert ist, das können wir nicht mehr ändern. Wir müssen irgendwie, ja, den Baum weghacken oder was? So, es ist jetzt nach 15 Uhr. Was ist denn jetzt eigentlich meine Todeszeit? Ach egal, wir gehen jetzt mal mit dir reden. Oh, you came back for the stuff you forgot. I made Dana go out to look for you. She said she'd try the town square. Yo, das wissen wir ja eigentlich. Nochmal da rein. Ach komm, wir gehen mal rein. Vielleicht schnappen wir irgendwas Wichtiges auf. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen mehr machen. Das kennen wir schon. Und wir sind jetzt eigentlich nicht an der Zeit gebunden, denke ich mal. Weil sobald wir zum Dorfplatz gehen, wird uns das Schicksal wohl einholen. Weil dieser Mörder, wer auch immer und warum auch immer, sitzt wohl schon im Baum und wartet. Jo. Okay, wir dürfen immer noch nicht überall hin. Ich werde mich trotzdem erst ein bisschen umgucken. Und dann, oder eventuell schon gleich, die Zeit wechseln. Welcome. Listen, will you tell my fortune again? Certainly. Well? The fated hour is... Oh, okay. 3:30. I see. Listen carefully. What I tell you is nothing more than one possible future. The shape of your destiny can change depending on what actions you take. If you can return here even after the appointed hour has passed, then I will tell for you the next fortune. Okay. Alles klar, das kennen wir. Jetzt wissen wir auch unsere Zeit, nämlich 15.30 Uhr. Das ist eigentlich immer gut, hierher zu kommen, um das zu wissen. Damit man weiß, wie viel Spielraum man hat.
So, die Energie machen wir wieder voll. Die scheint sich ja auch nach jedem Kapitel zu refreshen. Ja, ich kann verstehen, wenn das Spiel nicht jedermanns Sache ist. Das ist halt nicht so wie bei Deadly Premonition, dass es hier auch Horrorsequenzen oder Actionmomente gibt. Das ist ein reines Adventure. Hier ist immer noch geschlossen. Und ich fürchte, sonst kann ich jetzt auch da noch nicht zur Kirche. Warte mal, kann ich da außen rum? Komme ich vielleicht so zur Kirche? Nö. Er möchte den Weg nicht verlassen, meinetwegen. So, gut, das heißt, ich kann also auch ruhig zum Dorfplatz, wenn das nämlich erst um 15.30 Uhr passiert. Obwohl, er könnte ja auch früher zuschlagen, aber wer steht denn da? Wer bist denn du? Ah, Mist. Verdammt. Das Gespräch kennen wir, deswegen werde ich es skippen. Ah, okay, aber diesmal kann ich fliehen. Das machen wir natürlich auch. Nimm das Feuerzeug. Und es ist eigentlich noch Zeit. Ich würde gern weggehen hier. What's the matter? Are you going somewhere? No. Okay, ich darf nicht weg. Is there someone after me? Behind the tree? Ja gut, dann werde ich es halt hier machen. Oh, und ihr seht die Zeitzone ganz weit unten. Welche Verbindung steht zu mir in dieser Zeit? Schauen wir doch mal. Ja, später wird es auch mehrere Zeitzonen auf einmal geben. Oh, und wir nehmen die werte Dame mit. Oh, das ist nicht gut, oder? Das ist nicht so toll, oder? Hm. 1580. Well, you have a nerve, my girl. Really? What with that one being punished yesterday, too? What is it that you don't understand? What's so difficult about being more quiet-like? Dressing above one's station is an offense, you know. Do you want to be punished like that woman? What's wrong with wearing what one likes? And this dress is one of my quieter ones. Really, good ladies. You'd like to wear this kind of a dress yourself, wouldn't you? Well, I never! A little neighborly advice and she sasses me. All right, we'll have the law down here. That's right. You tell her. Oh, that's not very pleasant, is it? Come on, let's just let this pass, all right? Well then, in exchange for us not telling the law, you'll make us dresses for free. Right, that is. You're a seamstress, you are. That's right, you tell her. You'll make me one too. Oh dear, I don't see how I could do a thing like that. We're doing this just to be obliging. Hi. What are you? Who are you? What's this? It's dark already. Get yourselves home, everyone. Fetch up! Oh, sir! This man just suddenly... I see now. It was you. This little girl called for help. Wicked little sly boot. The hussy. Sir, you must arrest her at once. What? Why should you think a thing like that? What's this now? What are you doing here? Ja, was mache ich hier? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, 19.03 Uhr ist es hier und ich darf mich nicht bewegen, anscheinend. Hold it. Where do you think you're going? Okay, ich darf mich nicht bewegen, also muss ich wohl ein Objekt benutzen. Ich bin hier ein bisschen in der Bredouille, was könnte ich denn benutzen? Die Zeit anscheinend nicht, sonst würde es blinken. Eine Postkarte. Na, ich weiß nicht. Aber, Feuer? Handy? I have an idea. I'll just turn this thing on and... Lord Almighty!
you're doing? Listen carefully. Stop bothering this woman and go home. If you do as I say, no harm will come to you. This time. If you don't, I'll use this machine on you. Ooh! I can trap any of you inside this box in an instant. Sweet savior! And you will keep what happened here a secret. Understand? Yes. Everyone, give your word. I promise. Forgive us, please. Please. Will that be, all? If it is, you could perhaps go away now. And everyone, go home too. Godspeed. Oh, thank you. You've saved me. But who are you? No, nobody you need to be afraid of. But enough about that. Did you see a girl? She's about your age. What? Oh, no. Oh, that's not good. Look, why don't you stop by my house? It's right over there. We can't stay out here, and you can tell me everything inside. Let me introduce myself. I'm Margaret. I'm Ike. Ike Cush. Well, Ike, shall we? Okay, ich wollte eigentlich nicht so radikal vorgehen jetzt, dass der doch gleich einer auf, was weiß ich, macht. Man hätte, glaube ich, auch das Feuer nehmen können. Dann wäre natürlich ein bisschen anderes Gespräch gekommen. Und ja, wir haben die Frau jetzt blöderweise verloren, die aus dem Café. Das ist nicht gut. Und wir haben dafür eine sehr, ja, moderne, für diese Zeit, eine moderne Frau kennengelernt namens Margaret. Und sie wohnt im Alchemistenhaus. What is it? Also sollen wir da rein? Aber haben wir dafür echt Zeit? Naja. Mother, I'm home. How are you feeling? I am all right today. There hasn't been a great deal of pain. Is someone with you? A guest? Wow! Would you look at those strange clothes? We met in the square. He's looking for someone. Isn't that right? Yeah, something like that. My, your friend's voice is remarkably like your father's. Hmm. Do you think so? Where is Father anyway? Closed up down there again. He won't come up, even with Mother like this. It's all right, Hugo. I love your father better for doing what he believes in. Is that how it is? Hugo, you'll carry on after your father someday, won't you? I don't know yet. Well, maybe I'll just go take a peek. I wonder if Father had his dinner yet. Hey, please be careful with that. What is that? It's a machine, a really complicated one. It's, well, I don't know how to explain it to you. Let me guess. It makes whatever dish you want appear? No. Okay, that was just wishful thinking. Well, then, it maps the heavens? No, it doesn't do that. All right, then. I know! It lets you travel through time! And you've come from the future, am I right? Well, actually, What? I'm right? How could that be? How is that possible?
And is that why you've got such funny clothes on? Well... You... Mother, are you all right? Hugo. Hugo, you ought not bother our guest so. I'm sorry. He's very curious about everything, just like his father. I suppose he'll become a scientist as well once he grows to be a man. I'm not interested in alchemy, at least not right now. How can I be when it can't even produce a medicine to make Mother well again? Perhaps not yet, but with time and effort, one never knows. I'm sure that's what your father believes, dear. So, your father's an alchemist, huh? Well, something like that. He makes medicine for people, and does stuff like mixing and grinding strange stones and metals. He's always doing that sort of thing. And I mean always, all the time! Hugo, dear. Father's completely wrapped up in his experiments. I couldn't even get him to look my way. So what else is new? He's always staring at the kiln. He hasn't even noticed that I was born. Hugo, don't talk that way. You were looking for someone, weren't you? Tell me, what does she look like? Is this girl like your... you know? No, it's not anything like that. I actually don't remember too well because I just met her, but she was blonde and had her hair tied back kind of high. And I think she was wearing something reddish. Reddish, huh? Can't say I remember anyone like that. I guess I'll go look around. Thank you for everything. Oh, you're leaving already? It's dark outside, so be careful. Let me know if you find her. I'll keep an eye out. Tough luck, sis. Guess you're just not his type. Oh, what are you talking about? Well, goodbye. Thanks for your help. Oh no, I'm sorry I couldn't help much. See you soon, all right? Ja, Leute, dass das jetzt ein bisschen asynchron verlief, dafür kann ich nichts. Das war spielabhängig. Eventuell auch ein PlayStation 3-Problem. Ich werde es mir noch überlegen, ob ich es nicht vielleicht doch gleich zur PlayStation 2 wechsle, bevor ich weiter bin. Das wäre gerade bei so einem storyreichen Spiel dann doch ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, ich werde die Plattform bis zum nächsten Part wechseln. Das geht ja im Grunde relativ zügig und schnell, wenn man die Gespräche abbricht. Naja, gut, so viel dazu. Ja, Shadow of Memories. Ich habe jetzt in diesem Part auch viel erklärt und hier und da auch ein bisschen was vorne weggenommen, wie das Spiel so abläufen könnte. Das werde ich ab dem nächsten Part nicht mehr machen. Ihr wisst, ich handle hier immer, auch wenn ich das Spiel kenne. Was heißt kenne? Es ist schon doch ein Weilchen her. Aber wenn ich mich an was erinnern sollte, werde ich das innehalten und ich werde eher ein bisschen so miträtseln, so wie es damals war, als ich es das erste Mal zockte. Spoiler gibt es hier also wie immer nicht und das wünsche ich mir auch bei allen Kommentarschreibern, die das Spiel eventuell kennen. Wenn ihr spoilern wollt, dann schreibt groß und fett Spoiler hinzu und sollte ich darauf antworten sollen, werde ich das nur per PM machen. Ihr kennt ja diese Prozedur bei mir. Okay. Das war der erste Part. Der nächste Part folgt dann nächste Woche. Wie gesagt, ich wechsle dann zur PlayStation 2. Das sollte optisch nicht großartig anders werden, obwohl dann werde ich es wohl nicht mehr in 720p, sondern in 576p aufnehmen, was ja keinen Unterschied macht, denn das Spiel ist ja ein 480p-Game. Von daher ist es ja eh nur hochskaliert und nicht unbedingt schöner deswegen. Aber diese Asynchronität, gut, dass ich bis dahin gespielt habe, die würde mich mit der Zeit doch fuchsen und deswegen... wechseln wir auf die PS2. Gut. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Ersteindruck von dem Spiel bekommen. Wie gesagt, das Ganze wird komplexer, es wird genialer, es hat eine richtig gute Story.
Und ich bin echt gespannt, wo uns die Reise hinführt, denn, wie gesagt, es wird interaktiv. Ich werde versuchen, ab den nächsten Parts immer einen Punkt zu finden, wo ich vor einer Entscheidung stehe. Da dürft ihr dann mitvoten und ihr glaubt mir, in diesem Spiel könnt ihr die Story massiv beeinflussen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Bis dahin, euer John McCloud.